Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Update. Heute ist Freitag, der 17. Mai und ich habe nicht nur die 10.000 Schritte geschafft, wie bisher jeden Tag, das erwähne ich gerne immer wieder, weil ich sehr stolz drauf bin, sondern ich habe mich heute auch gewogen und das Ergebnis war, dass ich genau ein Kilo Gewicht verloren habe, also von 115 Kilo runter auf 114 Kilo. Das sind dann im Ganzen 6 Kilo in 6 Wochen, die ich abgenommen habe. Ist gar nicht mal schlecht. Ich hätte gedacht, ja, vielleicht ein halbes Kilo oder so, da, ne, weil ich ab und an ein bisschen mehr gegessen habe. Aber dafür bin ich auch ein bisschen mehr gelaufen. Das ist halt der Unterschied. Ich habe festgestellt, wenn ich mehr laufe, dann darf ich auch mehr essen. Von daher laufe ich dann auch gern mal eine extra Runde, um mir das Recht einfach zu verdienen, meinen Kaffee mit Milch und mit Zucker zu trinken, oder mir einen schönen Camembert-Käse reinzuziehen, weil ich den sehr gerne esse und der hat halt gut Kalorien. Ne? Alles in allem bin ich sehr stolz auf mich. In 6 Wochen 6 Kilo zu verlieren, das ist schon was. Das ist natürlich nur ein kleiner Anfang, weil ich angefangen habe mit 120 Kilo und ich will ja letzten Endes auf so 85 Kilo kommen. Das heißt, es ist noch ein ordentlicher Weg vor mir. Ja. Naja. Aber der Anfang ist gemacht und es geht immer weiter. Mal gucken, morgen werde ich auch wieder laufen, um meine Schritte voll zu kriegen. Und natürlich kommt auch ein Update wahrscheinlich morgen. Es kann aber auch mal sein, dass ich es vergesse oder so. Aber generell, die 10.000 Schritte, die vergesse ich nicht, die mache ich jeden Tag. Also, wenn ihr meinem Weg folgen wollt, dann lasst jetzt, genau jetzt, ein kostenloses Abo da, lasst ein Like da und taut auf die Glocke, wie bei mir das Gewicht weghaut. Und dann sind wir doch alle glücklich, ja. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen ermutigen, auch abzunehmen, ja. Aber selbst wenn nicht, also ich mache das ja nur für mich und auch diese Videos, das sind Ansporn für mich. Ne, um nicht aufzugeben. Denn sonst hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Mal aufgegeben, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.